Einen wunderschönen guten Tag, liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Das erste große Spiel des Jahres hat den Weg in meinen Briefkasten gefunden. Wieder mal ein, zwei Tage vor Release. One Piece Odyssey. Als Anime-Fan und vor allem auch One Piece-Fan freut mich dieses Spiel natürlich sehr. Und nee, ich will nicht fortsetzen. Ich habe hier das 44 Sekunden Spielzeit. Genau. Ich musste nur kurz was testen. Genau. Kann ich auch ein neues Abenteuer beginnen? So. Wir möchten natürlich ein neues Spiel beginnen. Und ich glaube, am Anfang kommen direkt irgendwie 3 oder 4 Videosequenzen, in denen ich mein Maul halten muss. Naja. Dies ist eine Geschichte über Freundschaften, die Erinnerungen hervorbrachten.麦わらの小僧どもが和古殿には神の息吹が大丈夫なのか。確かに和古殿はあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。うん、ではあの男を向かわせるか。 Ja, da hat man schon die erste Sequenz, wenigstens eine kurze. Das Spiel sieht super aus. Das muss man sagen. Man, die Anime-Spiele haben ja den Ruf, dass sie kacke aussehen. One Piece Odyssey sieht aber mega gut aus. Ja, da hat sie 1000 Sunny ein bisschen erwischt, ha? Bisschen sehr. Luffy. Luffy, schickari! Kaiju-ni, karada wo kuitsugirarete nakute yokatta wa. Ja, koeee yo! Sonna sozou shiteta no ka yo! Wa, ore no boushi ga ne! Mitsuketa toki ni wa nakatta na. Maitta na, doko ni ichimatta nda? なに沈んでんじゃねえか。うわ、危ねえ。なんだ、この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。 信じがたいけど、雷を凍結させたもののように。この島、一体。昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソルとブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、 Ja, also Zoro finden, schwierige Sache. Mit seinem Orientierungssinn, verdammt schwierige Sache. Ja.
Aber wir probieren's. Wir haben ja keine andere Wahl. Das Spiel gibt's übrigens, also der Sound vom Spiel, den gibt's nur auf Japanisch. Sie haben keine andere Sprache im Spiel. Ja. Erkundung der Insel. Suche die Crew. Ein guter Start. Also so, Ey. Die Ziele der Episode werden rechts am oberen Bildschirmrand angezeigt. Du findest sie außerdem im Hauptmenü. Sieh dort nach, falls du mal nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Missionen, die die aktuelle Episode voranbringen, sind mit einem roten Symbol markiert. Relevante Ziele und ähnliches sind durch ein weißes Ausrufezeichen-Symbol mit roter Umrandung gekennzeichnet. Informationen gingen durch ein weißes Ausrufezeichen-Symbol in einer roten Sprechblase. Charaktere mit einem Streifensymbol geben dir Ratschläge zu einem Abenteuer. Ein rotes Symbol deutet darauf hin, dass sie Hinweise zur Hauptepisode für dich haben. Also rede unbedingt mit ihnen. Also alles, was rot ist, ist gut. Also so, bewegen, Kamerasteuerung, Auto laufen. Springen. Observationshaki. Oh. Cool. Anführer wechseln kann man auch. Fokusperspektive. Und so kann man dann. Hä? Laufen. Mit R2. What? Ja, die Gum-Gum-Rakete funktioniert irgendwie nicht. Oder vielleicht geht das aber noch gar nicht. Reden wir mal mit Frankie. Was geil ist bei den One Piece Spielen, die haben immer oder meistens die originalen Synchronsprecher von den Anime Charakteren im Spiel. Frankie ist der Gruppe beigetreten. Oder wie sie im Anime sagen, Frankie! Natürlich sind sie nicht hier. So, mit, ja, die, der große Karte, ha? Geheimnisvolle Insel, das ist ja mal. Guck mal, da ist ein rotes Ausrufezeichen. Ich geh aber ja erstmal hier vorne gucken. Was ist hier? Interagieren mit Kreis. Wenn man diese Muschel ordentlich salzt und grillt, schmeckt sie super. Ja, toll. Ja, die arme Sunny. Was haben wir hier? Sieht nicht so aus, als könnte ich davon was essen. Ach, Ruffy, immer ans Essen denken. Halt durch, Sunny. Ich verspreche dir, wir reparieren dich. Ah. Okay. Na, guck mal, doch, das Laufen, das ist eigentlich Rennen, ha? Okay. Na, dann rennen wir mal, ha? Was ist das? Was ist das für ein würfelförmiger Felsen? Etwa eine Kiste? Ach, naja, egal. Egal. Oh, guck mal, Sanji, was ist mit ihm los? Ja, also, wenn sie versoffen wären, hätten wir sie schon lange gesehen. Sanji, itaka, Namitachi. Kono atari ni wa miyatara ne. Buji de ite kure yo, Nami-san. Sugu ni tasuke ni iku kara na. Sanji ist der Gruppe beigetreten, okay. Was ich am Spiel cool finde am Konzept, sind ja die Kämpfe sind ja rundenbasiert. So ein bisschen oldschool-mäßig. Und die Charaktere haben ja die Optik und glaube ich auch die Fähigkeiten vom aktuellen Anime. Aber wir gehen die Abenteuer der Vergangenheit teilweise durch. Was doch ein sehr spezielles Szenario ist. Nagare-tsuite inai yo.
みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。Blauer Himmel und Blitze. 雷雲もない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。Da kommt mir direkt ein Charakter vom Anime in den Sinn. でも、今はみんなを探すことが先決ね。Einer der beliebtesten Antagonisten. Enel. Mit Blitzen. So, Chopper, was hast du? この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパー。 Ja, super. Dann kriech ich mal in die Höhle rein. 波の匂いは、この洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。Ja, let's go. Kann ich einfach rein? Ah, ich kann einfach reinlaufen. Ich muss mich nicht bücken oder so. Okay. Was ist das denn da? Aber ich muss sagen, die Grafik für ein Anime-Spiel, gut, da hinten in der Ferne sieht's, sieht's kacke aus. Aber ansonsten ist die Grafik mega cool. Was ist das? Es leuchtet. Gefällt mir. Ah, wie cool. Was für eine kunstvolle Verzierung. So etwas sieht man nicht oft. Wie interessant. Das ist das Bonfire von One Piece. Speicherpunkte zeichnen deinen Fortschritt auf und stellen deine Gesundheit wieder her. Wenn alle Crewmitglieder gefallen sind, beginnt zum letzten Speicherpunkt erneut. Also speichere während der Episoden so oft wie möglich. Also das Bonfire aus One Piece. Gut. Wähle einen Speicherplatz. Guck mal, wenn ich mit der... Alter. Hier kannst du den Stick nicht benutzen. Da musst du wirklich Steuerkreuz, sonst bist du am Arsch. Sonst geht's immer 3-4 Schritte gleichzeitig nach unten. ST, was? Stufe 40? Was soll das? Ich bin ja nicht Stufe 40. Der King Kong Garten. Interessanter Name. Ja, guck mal, da ist sie doch. Luffy, taske yo! Rette Nami vor der Bestie. Ja, okay. Was ist das da? Hier geht's nicht lang. Naja, ach was. Benutze L2, um zu zielen und R2, um dich mit deiner Gum-Gum-Rakete an einen entfernten Ort zu begeben. Mit Hilfe dieser Rakete kannst du unter Umständen sogar Gebiete durchqueren, die dir als Sackgassen erscheinen. Sieh dich um und finde raus, ob du dich irgendwo festhalten kannst. Ja, vielleicht nicht dort, wo es ganz groß und grün leuchtet, ha? Was machen die anderen? Ah, die sind nicht hier. So, mit X springen. Wunderbar. Was ist das? Ich muss ja jetzt nicht alles, hoppala. Nicht alles angucken, was es hier so gibt. Aber das hier, auf dem Boden liegen viele Dinge verstreut. Wenn du das Glänzende siehst, hebe es mit Kreis auf. Leuchtende Fässer, Krüge und Kisten sind zerstörbar. In ihnen liegen Gegenstände versteckt, also mach sie bei jeder Gelegenheit kaputt. Ja, let's go. Vitalapfel. Ogerzwiebel.
Sag mal hier, blaues Pfefferkorn, das sind ja nur Sachen zum Kochen. Du kannst Gebiete hochlaufen, die mit einem Pfeil nach oben gekennzeichnet sind. Okay. Was ist das denn? Ja, ich denke mal schon. Okay, angreifen. Kämpfe werden in separaten Gebieten ausgetragen. Deine Crew kann in denselben Gebieten landen wie ihre Gegner, aber auch in anderen. Hä? Warum können die in anderen Gebieten landen? Wähle einen Befehl aus, greife zuerst die Eiser an. Angreifen. Na gut, das andere kann ich nicht, hä? Gut, angreifen. Welchen nehme ich? Welchen Eiser? Den direkt vor mir. Verbrauche SP, um mächtige Fähigkeiten einzusetzen. Ein paar SP werden wiederhergestellt, wenn der Kampf beginnt und wenn du Gegner angreifst. Die angesammelten LP bleiben nach Ende des Kampfes erhalten. Die Spannungspunkte. Die Anzeige um ein gegnerisches Symbol gibt die Aktionsreihenfolge an. Leuchten alle Bereiche auf, ist der jeweilige Gegner als nächstes dran. Okay. Jetzt ist Sanji dran, ha? Huh? Sanji, welchen willst du? Komm, den. Gut, das sind ja jetzt auch einfache Kämpfe. Ist ja das Tutorial. Warum greift der Bale Ruffy an? Kannst du nicht mehr Schaden machen? Du musst es halt Franky erledigen. Auch nicht. Dann halt Sanji. So. 24.000 DP. 1.800 Berry. Okay. Ja, cool. Und kann man denn hier noch anderes machen? Crew? Crew Info. Ja. 1.218.620 Erfahrungspunkte habe ich. What the fuck? Ah, den DLC-Code. Den müssen wir noch eingeben. Was kommt jetzt? Noch einer. Vier. Okay. So, jetzt eine Fähigkeit. Einige Fähigkeiten treffen einzelne Gegner, andere mehrere. Wähle hier eine Fähigkeit aus, um dir ihre Effekte anzusehen. So, ich kann nur... Warum kann ich nur die... Ah, gut. Gum Gum Gatling ist natürlich gegen alle gerichtet, ne? Gum Gum no Gatling! Okay. Isa. Ja, ja. Hör auf zu lügen. Guck mal, die ganzen Isas da hinten. Ja, let's go. Was können wir sonst noch so machen hier? Oh, da sind... Was ist das denn? Kann ich da... Nee. Dachte, ich kann vielleicht auch von Weitem auf die draufhauen, aber... Chopper! Der ja.
なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。いやいや、ウソップ。Ja, ist sehr paralysiert. Oh, jetzt müssen wir doch trotzdem kämpfen. Usopp ist gelähmt. Ja, das, Usopp ga taberare chimau! Usopp! Warte! Ima iku! Gegner haben sich gruppiert. Befreie das Gebiet von Usopp, bevor Usopp fällt. Alrighty. Unter bestimmten Voraussetzungen kommt es zu dramatischen Szenen. Diese können beispielsweise den gegnerischen Angriff erhöhen oder dafür sorgen, dass Gegner mehr Schaden erleiden. Wenn es keine Gegner in deinem Gebiet gibt, kannst du einen Gegner in einem anderen Gebiet angreifen, um in dieses Gebiet zu wechseln. Also das Prinzip ist eigentlich mega geil. Als nächstes sind die Gegner dran, ha? Sag mal. Einige gegnerische Angriffe verursachen Statusleiden wie Blutung oder Ohnmacht. Diese geben dir im Kampf einen Nachteil, indem sie dir jede Runde Schaden zufügen oder verhindern, dass du eine Aktion ausführen kannst. Also behebe sie schnell mit Heilgegenständen oder lass sie von Chopper heilen. Okay, dann kann ich auch eine Fähigkeit machen. Natürlich. Machen wir die Gatling Gun. Oh, gut, hat nicht alle erledigt. Okay. Schade. Ah, was ist das denn für Damage, bitte? Ah, die machen mehr Schaden. Angreifen. Ja, dann greifen wir an. Scheiß aufs Heilen. Aber erledige ihn doch. Oh, boy. Okay. Ich mach noch mal eine Gatling Gun, dann sind sie wahrscheinlich alle erledigt, oder? So ist es. Trockener Pinguin und Co. besiegt. Cool. あぶねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや、怖いわ。Die Konversationen sind so gut wie im Anime. Oh, ich werde das Spiel mögen. Ich werde das Spiel mögen. Okay. こっちで合ってんのか？うん。波の匂いがしてる。Ja, es ist ja da oben, oder?Ja, ich würde doch sagen, wir machen mal morgen weiter, ne? Wir haben jetzt so die Basics ein bisschen gelernt. Also wahrscheinlich noch bei weitem nicht alle, aber wir machen morgen weiter, ne? Dann ist für heute erstmal Schluss. Ich muss mal gucken, welche Uhrzeit jeweils das Video kommt jeden Tag. 17 Uhr. Kommt noch nix. Machen wir 17 Uhr, okay? Dann sage ich danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.